So, und damit herzlich willkommen zu einer lang ersehnten Runde The Hunter Call of the Wild. Ich nehme heute auf, ich habe ein bisschen technische Probleme im Stream gehabt mit dem Game. Ich hoffe, jetzt in der Aufnahme klappt es ohne Stream, dass wir den Rechner nicht so belasten. Ich bin auf Hirschhelden unterwegs und habe den Bogen dabei. Ich werde das Video jetzt, eine Reihe anheften, in der ich jede Karte einmal mit Bogen abgehe. Für eine gewisse Weile und ich gehe einfach spazieren, gucke, was ich so finde. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit, let's go. Hirschhelden ist natürlich eine schlechte Wahl für den Bogen, weil hier nicht so viele große Tiere rumeiern und die meisten Tiere, die hier rumeiern, schon echt scheu sind. Also, die man eventuell eher auf höhere Distanzen schießt und so. Werden wir mal sehen, ob das überhaupt hier was wird heute. Ich glaube nicht, dass ich einen Fuchs mit einem Bogen erwische, wie beim letzten Mal. Aber wir können es ja mal testen. Auf jeden Fall, wenn man mit dem Bogen spielt, immer schön gegen den Wind laufen. Ich meine, klar, kann man auch machen, wenn man mit Waffen unterwegs ist, mit Schusswaffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier... Da haben wir einen Fuchs. Ein Warnruf von einem Fuchs. Okay. Da ist ziemlich viel Gestrüpp für uns. Was wollte ich eigentlich sagen gerade? Ja, mit Schusswaffen schießt man natürlich auf höhere Distanzen und da Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das Tier nicht verschreckt auf diese Distanzen. Hier noch kein Fuchs. Das ist schon weg. Also ich warte noch so ein bisschen auf den nächsten Warnruf. Ah, der ist so hundertprozentig ist der schon weg. Sonst hätte er mich ja nochmal gewarnt oder so. Ne, jetzt genau da, wo er seinen Warnruf abgesetzt hat. Ja, er ist unterwegs, aber ich glaube nicht, dass ich ihn kriege. Ich gebe es jetzt mal auf. Ich glaube nicht, dass ich den Burschen kriege. Wir gucken mal lieber nach anderen Tieren. Nach größeren Sachen, die wir auch mit dem Bogen erlegen können. Oder? So, hier vorne haben wir einen Fluss. Mal natürlich auch mal abchecken. Es ist 13 Uhr. Es könnte schon irgendwas am Trinken sein, ja. Schauen wir uns mal an. Da. Guckt sie euch an. Ach, Sam. Ja, ich will die nicht verschrecken. Vielleicht schieße ich einmal über den Fluss drüber. Nicht so elegant. Nicht so elegant gelöst, das Ganze. Da drüben ist ein Vierer. Der da. So, probieren wir den mal. Bin auf jeden Fall getroffen. Hier neben mir sind auch gerade welche. Okay, da vorne. So, die Kuh habe ich weggemacht. Schön, ja, nicht mich umrennen. Okay. Wie sind Jagd läuft, Leute? Aggressiv.
Aggressiv. Hier hinten sind noch welche. Habe ich keinen Pfeil nachladen. Sind sie weg. Erwischt. Okay. Jetzt müssen wir mal einsammeln, was wir jetzt hier gejagt haben. Also das hier vorne ist eine bronzene Kuh. Aber boah, einmal komplett durch. Richtig schön schaschlik. Top. Sehr gut. So, hier vorne haben wir noch eine Kuh in Silber. Auch einmal schön schaschlik. Die habe ich auch von vorne getroffen. Schön hier rein. Zack, bam. Ein Männchen in Bronze. Es wäre eigentlich Silber geworden, aber ich habe es nur in den Kamm oben getroffen. Schade. Naja, okay. Ja, weit können die halt nicht gekommen sein, weil so ein Bogen halt auch schon kräftig durchschlägt. Heißt, wenn ich die, auch wenn ich die jetzt nicht tödlich getroffen habe, sind die meistens nach einem Treffer mit einem Bogen ziemlich schnell down. Wiesens, die schießen wir jetzt mit dem Bogen. Das ist ein Vierer leicht, wachsam. Okay, okay, okay. Da sollten wir gleich agieren. Schwierig. Schwierig. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen auf die Lauer legen. Der hat sich gerade so gedreht, dass ich ihn nicht vernünftig treffe. Obwohl, ich habe ja, den Bogen dabei mit krasser, mit krassem Durchschlag. Geh ein bisschen näher ran. Auf 100 Meter. Das ist okay. Eigentlich müsste ich, wenn ich den hinten treffe, müsste ich eigentlich durchkommen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn er sich gerade nicht bewegt. Okay, cool. Ich habe ihn getroffen auf jeden Fall. Nehmen wir gleich noch den nächsten mit. Jetzt hat die Gruppe gemerkt, okay, da ist was im Busch. Aber das ist ganz cool, dass bei einem Bogen erstmal die nicht wissen, woher kommt das, was war das, was ist mit unserem Kollegen los, warum fällt er jetzt gerade um. Wisst ihr, was ich meine? Müssen wir nur gucken, dass wir den Vierer tödlich getroffen haben. Oh, hier vorne liegt noch einer. Der ist Silber. Hm, schöner Treffer. Schöner Schaschlik-Treffer. So, hier liegt schon mal. Hier liegt schon mal einer. Ist das jetzt unser. Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, nicht unser. Nee, das ist das Weibchen. Das ist nicht der Vierer. Aber auch schön aus 112 Metern in die Lunge. Ja, top. Sehr schön. Ja, da liegt er doch. Da ist mein Pfeil dran und der Pfeil, der leuchtet. Top. So, schöner Vierer Gold, Wiesent Bulle. Ja, ich hab's ja gesagt, von hinten treffe ich das Ding auch tödlich. Top. Schön in die Lunge. Sehr schön. Trophäenwertung 200. Ja. Ist okay. Ist okay. Ja, wie gesagt, das Geile am Bogen ist halt auch, dass dieses, es ist einfach nicht laut. Es ist einfach schön stealth. Es ist einfach schön leise. Und ihr verschreckt die ganzen anderen Tiere in der näheren Umgebung nicht. Also, das heißt, ihr könnt an einem See
spotten, da hinten ist ein Bär, da ist ein Hirsch, da drüben sind Ziegen oder so. Und ihr könnt die nach und nach einfach alle abschießen, sag ich mal, ohne dass eine Gruppe sich bedroht fühlt von dem Schuss auf die andere. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist schon geil. Das Ding ist halt, natürlich ist Bogen ein bisschen schwerer, weil ihr müsst auch näher ran. Aber das trainiert auch euch in eurem Gameplay, in eurem Movement in den Games, dass ihr halt auch nah an die Tiere herankommt. Ja. Ich jetzt hier zum Beispiel auf 70 Meter an die Wiesen herankomme. Okay, der erste ist schon auf der Flucht. Und ich sollte schießen. Warum treffe ich nicht? Ich treffe nicht. Ich habe nicht getroffen, nicht einmal. Das ist ja doof. Irgendwie habe ich falsch genullt. Den habe ich getroffen. Und er liegt. Gleich umgefallen. Sehr gut. Schöner Schuss. Okay, ich habe anscheinend wirklich falsch genullt. Auf 80 Meter hätte ich nicht so weit hochziehen müssen. Also dieses Visier ist schon geil, ne? Also du gehst halt mit dem Rotpunkt auf das, was du anschießen möchtest, drückst E und er sagt dir mit dem grünen Punkt genau, wo du hinzielen musst, ne? Der grüne Punkt ist dann nachher das, wo du drauf zielen musst und dann macht der Pfeil im Prinzip genau den richtigen Weg und genau den richtigen Winkel und schießt das Tier ab. Ist super. Ist auch völlig egal, auf was für eine Entfernung du den Bogen genullt hast. Ich würde empfehlen, immer auf die höchste Entfernung zu nullen, weil ihr ja, also im seltensten Fall auf 20 Metern oder sowas das Tier schießt, sondern eher so auf 60, 80, 100 Metern oder so. Und dann ist die Entfernung zwischen rotem und grünem Punkt in eurem Visier nicht so groß. So, wird nur ein Weibchen sein, aber auf jeden Fall One-Shot tot. Schön. Oh, durchs Ohr oder was? Okay. Also silbernes Weibchen. Oh, schöner Schaschlik-Treffer. Top. Alter. Halswirbel, Lunge, Leber, Magen, Gedärme. Einfach alles. Einfach alles. Also es fehlt nur noch das Herz eigentlich. Es fehlt nur noch das Herz. Krass. Und die andere Lunge. Top. Sehr gut. Ist halt immer nur die Taktik, also ich fahre zurzeit die Taktik mit dem Bogen, dass ich einen Bogen dabei habe. Ich habe nur eine Waffe dabei und habe drei verschiedene Pfeile. Und wenn ich ein Zweiertier sehe oder so, dann muss ich halt hier rein auf Q die Pfeilart ändern und dann kann ich erst schießen. Man kann natürlich auch drei verschiedene Bögen mitnehmen. Rumpfschei-Reh weiblich, nee, das ist... Das habe ich früher gemacht, als das Update noch nicht rauskam, wo wir dieses Waffenrad hatten und schnell wechseln konnten. Da hatte ich drei Bögen dabei mit unterschiedlichen Pfeilen. Das geht natürlich auch. Musste halt nur 1, 2 oder 3 drücken. Anruf-Reh. Wo? Also ein männliches Reh nehme ich mit. Also. Kuh. Ah, erwischt. Erwischt, aber ob ich ihn gut erwischt habe, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn hinten in den Ass geschossen, das habe ich noch gesehen. Also ich würde euch auch empfehlen, immer die Pfeile mit Leuchtspur mitzunehmen, weil ihr halt auch seht, am Tier selber, wo habt ihr getroffen und so. Das ist ganz gut. So, hier lag er, aber
Ich habe keine Organe getroffen, gerade eben. Schade. Er müsste ja trotzdem am Pfeil erliegen, sage ich mal. Weil die Dinger ja schon einen krassen Durchschlag haben. Habe ich ja schon mal erwähnt. So, da haben wir das gute Reh. Ah ja. Richtig. Okay, also ich habe ins Schulterblatt getroffen. Schade. Ja, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter runter. Und ich hätte einen schönen Schaschlik-Treffer gelandet. Und er wäre Gold gewesen. Nein. Oh, das ist ja richtig ärgerlich. Schade. Naja. Oh, Rothirsch. Rothirsch-Warnruf. Mal sehen, ob wir den da unten finden, den Rothirsch. Da haben wir noch 6er Schwer. Du bist anscheinend alleine, ne? Meter. Könnte versuchen, den von hinten zu schießen. Damit ich vielleicht danach noch auf die Schweine gehen kann. Wir müssen erstmal die Munition wechseln. Ach ne, wir haben schon die richtige Munition drin. Von vorne erwischt. Okay, ich hoffe, das war gut. Ah, die Schweine sind weg. Schade. Schade. Aber dafür haben wir den Rothirsch getroffen und ich hoffe auch gut. Habt ihr das gesehen? Beim ersten Schuss ist der ein bisschen weiter links eingetreten. Also, oder ich habe ein bisschen weiter links getroffen. Das heißt, Wind ist schon am Start hier. Wind ist schon am Start. Ich sehe ihn bis jetzt noch nicht hier liegen irgendwo. Das ist kein tödlicher Treffer. Keine Organe getroffen. Leider. Schade. Nee. Also das kann ich vergessen. Oder? Den werde ich nicht treffen. Der wird den Pfeil wieder ausschwitzen. Ja, ist egal. Okay, ich habe ihn gesehen. Und natürlich gucken, er ist immer noch nervös. Wo möchte er hin? Was ist sein Plan? Oh, hier vorne. Vorne ist einer. Okay, das ist ein anderer. Der ist auf jeden Fall nicht 6. Der ist 8. Oder vielleicht 9 legendär. Es ist einfach ein Dia-Rothirsch. Da müssen wir jetzt drauf achten. Okay, der ist noch ruhig. Der ist ruhig. Und wir brauchen ein freies Schussfeld. Wir brauchen ein freies Schussfeld. Er hat High Ground. Das ist nicht so gut. Dia-Rothirsch. Den jetzt mit dem Bogen schieße. Geil. Er ist immer noch ruhig. Er ist immer noch ruhig. Das könnte jetzt ein guter Spot sein zum Schießen. Er holt den Bogen raus. Wir nullen mal auf 40 Meter. Halten die Luft an und Schuss! Er dürfte gut gewesen sein. Er dürfte gut gewesen sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, tödlich. Da vorne liegt der Dia-Rothirsch. Ich hoffe, es ist kein Troll. Ich hoffe, es ist kein Troll. Diamant! Nein! Mein erster Diamant in Hirschfelden mit dem Bogen. 253. Krass. Doppellunge. Schön. Unfucking glaublich. Krass. Sehr, sehr schön. Also, oh, guckt euch an, wie, was das für, also was der für ein Geweih hat. Der ist asymmetrisch. Geil. Der ist asymmetrisch. Guckt euch das Geweih an. Krass. Mega nice. Super.
Besser konnte es heute nicht laufen. Geil. Ja doch, das ist der Sechser. Aber nee, das ist ein anderer Sechser. Aber den können wir natürlich auch schießen. Oh, dahinter ist noch einer. Dahinter ist noch einer mit einem größeren Geweih. Ich würde den ganz gern. Hallo. Neuner Legendär! Wollt ihr mich eigentlich verarschen heute oder was? Hör auf! Wenn ich den jetzt noch schieße, habe ich zwei Legendäre hintereinander mit einem Bogen auf Hirschfäden. Das ist einfach alles so unrealistisch. Ja, er läuft auch schön mit dem Wind, ey. Weil er ganz, ganz genau weiß, dass er mich riechen kann dann. Büchse, alles egal jetzt. Ich warte auf einen Warnruf von einem männlichen Rothirsch. Komm, ich schieße jetzt hier noch so ein Wiesent. Weil ich den Rothirsch nicht gefunden habe. So, da haben wir auch schon das Tier. Ah, mit der falschen Munition. Ja, ich hatte noch die Rothirschpfeile drin. Ah, sonst wäre sie silber gewesen. Schade. Und Lunge auch nur angekratzt. Naja, okay. Naja. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Der Hunter Cove Soweit. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist der erste Teil der Reihe, wo ich mit dem Bogen durch alle Maps durchgehe. Wir haben heute mit Hirschfäden angefangen, waren sehr erfolgreich, gleich ein Dia geschossen, Rothirsch sogar und einen zweiten Neuner Legendär gesehen. Sehr lang verfolgt, eine halbe Stunde lang, aber ich hatte echt keinen Bock mehr. Also den werde ich irgendwann auf Hirschfäden nochmal schießen. Der läuft ja nicht weg, sage ich mal. Egal. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.